Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, und was einfach, finde ich, in der Phase richtig gut war, ist, dass wir auch so in den direkten Duellen 1 gegen 1 immer unheimlich Tempo aufgenommen haben. Also dass Mettlach, wenn überhaupt, dann immer erst so in letzter Sekunde im Strafraum irgendwo ein Bein dazwischen gebracht hat. Aber ich finde, da haben wir echt die Angriffe auch mit richtig schönem Tempo, mutigen Dribblings auch nach in den Strafraum reingebracht. Ich habe unheimlich viele Situationen gesehen, wo wir zur Grundlinie sind, haben eine Flanke angetäuscht, der Gegner ist runtergetackelt und dann haben wir durch so eine Täuschung auf einmal richtig gute Flankenpositionen gehabt, gute Schussmöglichkeiten gehabt und deswegen finde ich, hat die Mannschaft heute einfach ein Kompliment verdient. Das hat sie gut gemacht. Ja. Kocicek hat zum ersten Mal gespielt seit langer Zeit. Wie fanden Sie ihn? Ja, ich fand ihn sehr erfrischend. Ich glaube, man hat gesehen, dass er mit beiden Spielbeinen agieren kann. Insofern wird es auch egal sein, von welcher Seite er agiert. Mit Sicherheit hat er so ein bisschen darunter gelitten, dass wir in der zweiten Halbzeit eher so auf Ballkontrolle gespielt haben. Er vielleicht nicht mehr so seine Torgefährlichkeit auch ins Spiel bringen konnte. Aber ich finde, er hat sich gut ins Spiel eingefügt. Und für ihn war es jetzt einfach mal wichtig, Wettkampfminuten zu sammeln. 45. Er kam in der 46. Und Nick Galler ist uns noch aufgefallen, der kann auch Tore schießen, wie es aussieht. Oder? Ja, ja. Hat uns gefreut, dass ein heute Morgen einstudierter Eckballtrick tatsächlich dann direkt zum 1-0 geführt hat. Da hatten wir so die Idee, weil der Gegner in Manndeckung agiert, Gnase in den Strafraum zu schicken, der dann Mann gedeckt wird und rausläuft aus dem 16er und Galle wirklich aus dem Rückraum voll durchlauft, vielleicht dann ohne Gegnerbewachung. Dann kam der Ball auch noch genau in seinen Bereich. Aber er hat sich ja auch einige Male darüber hinaus durchgesetzt im Strafraum. Ich finde, er hat dort sehr torgefährlich agiert. Hat in der ersten Halbzeit fantastische Flankenläufe gestartet und dann natürlich ein sensationelles zweites Tor gemacht. Quasi im Stil eines Linksaußen sich da durchgesetzt und damit mit Vehemenz dann eben auch den Abschluss gesucht. Denn Nick hat heute, finde ich, ein vorzüglich gutes Spiel gemacht. Ja. Waren Reiniger selbst spielen, Bröder, Bulic, Unionen, Ja, Marcel hat natürlich wenig Möglichkeiten gehabt, sich direkt auszuzeichnen, aber er hat eine gute Ausstrahlung, hat das Vertrauen der Mannschaft. Ich glaube, für ihn waren die 2 Tage jetzt mal wichtig, so gestern mit der Pressekonferenz. Wir haben danach auch nochmal geredet. Er sagt, ja, das ist dann schon auch so ein Faktor, wo ich schon halt nervös war. Es war das erste Mal, dann auch von der Gruppe zu sprechen und zu wissen, jedes Wort wird jetzt logischerweise auch pressetechnisch verwendet. Deswegen finde ich, gehört das zu so einer Entwicklung dazu. Wenn er irgendwann mal spielen muss, hat er solche Situationen schon mal erlebt. Er hat sich heute sehr gut vorbereitet. Natürlich ein Riesenkompliment an Daniel Batz, weil er dann eben die beiden Jungen auch unheimlich mitnimmt. Heute super professionell vorbereitet auf das Spiel. Deswegen passt das auch in diesem Torwart-Team. Ich finde, Rasim Bulic hat gezeigt, dass er hervorragend verteidigt, hat unheimlich aufmerksam gespielt. Und in solchen Spielen brauchst du eben auch einen Spieler, der eher so über diesen brachialen Faktor kommt, der auch mal hinten aufräumt, der so Klarheit in seinem Spiel hat. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Böder hat gezeigt, dass er zumindest auf dem Niveau über 90 Minuten gehen kann, dass er uns auf 2 Positionen helfen kann, sowohl innen als auch außen. Das ist beruhigend. Und ja, deswegen finde ich, ist das sehr, sehr positiv. Aber meine persönliche Meinung ist, die mit Abstand positivste Erscheinung in der ersten Halbzeit war Marius Köhl. Ich finde, der hat ein sensationelles Spiel über die linke Seite gemacht. So im Zusammenspiel mit Nick Galle. Marius war überhaupt nicht zu fassen, war an so vielen Aktionen beteiligt, hat sich immer wieder 1 gegen 1 durchgesetzt. Dadurch eben dann überhaupt erst Möglichkeiten für andere irgendwo geschaffen, weil er so der Erste war, der seinen Gegenspieler ausgespielt hat, mutig und zielgerichtet gedribbelt. Das war eine richtig, richtig tolle Leistung. Ich habe ihn ja in einer Phase sehr stark gesehen und dann auch 2-mal eingewechselt gegen Wien und gegen Viktoria, wo ich finde, da hat er so ein bisschen verwachst. Da muss man vielleicht wieder einen neuen Anlauf nehmen, aber mit dem heutigen Spiel hat Marius gezeigt, dass er nicht den Kopf irgendwo in den Sand gesteckt hat, sondern dass er diese Chance hier heute wirklich auch genutzt hat. Mit Sicherheit ist seine Leistung in der zweiten Halbzeit auch so ein bisschen runtergegangen. Wahrscheinlich, weil er lange nicht gespielt hat, weil wir auch nicht mehr so zielstrebig zum Tor gespielt haben. Aber ich fand den ersten Halbzeit im Zusammenspiel mit Galle sensationell. Ja. Ja.